Kopenhagen, etwas abseits vom Zentrum. Eine Bibliothek, in der es keine Bücher gibt. Jedenfalls nichts Gedrucktes. Hier verstehen sich Menschen als Bücher. Meine Erfahrungen als Immigrantin machen mich zum Buch. Was aus mir ein Buch macht, dass ich gegen Vorurteile ankämpfe. Gegen Stigmatisierung jedweder Art wendet sich diese Initiative. Hier kann zusammenkommen, wer neugierig auf andere Lebensweisen ist. Wir bringen Menschen zusammen, von denen wir glauben, dass wir sie nicht mögen. Dann setzen wir uns mit ihnen hin und lernen was von ihnen. Dafür stellen sich Gesprächspartner wie Bücher zur Verfügung. An diesem Tag in Kopenhagen zum Beispiel zu den Themen Autismus, sexuellen Missbrauch und Immigration. Ich habe mit so vielen unterschiedlichen Menschen gesprochen. Ich bin glücklich, dass ich entschieden habe, ein Buch zu sein. Eigentlich hätte ich erwartet, eher mit Einheimischen zu sprechen, aber es waren nicht nur Dänen, auch andere Einwanderer wollten mich lesen. Sie wollen kulturelle Unterschiede ausgleichen. Ein Versuch, den anderen zu verstehen, ohne dass man er oder sie sein will. Inzwischen kommen weltweit menschliche Bibliotheken zusammen. Termine findet man auf deren Website. Bei der menschlichen Bibliothek geht es nicht um Toleranz, denn niemand will nur toleriert werden. Wir wollen akzeptiert werden, respektiert, als diejenigen, die wir sind. Ich finde das eine brillante Idee, Mauern zwischen Menschen einzureißen, ob sie nun besondere Bedürfnisse haben oder nicht. Die Human Library ist ein sicherer Ort für offene Gespräche und damit für mehr Verständnis zwischen ganz unterschiedlichen Menschen.